Heute möchte ich mit euch Tomaten machen, und zwar getrocknete Tomaten. Ich liebe Tomaten und für mich sind die unentbehrlich, aber meistens schmecken die Tomaten ja auch nicht so besonders gut. Und dann habe ich mich eine Weile schon an getrockneten Tomaten ausprobiert. Ihr wisst ja, ich habe ja auch diese One-Pot-Pasta gemacht, also die sind bei mir auch immer zu Hause. Wenn man mal nicht viel eingekauft hat, kann man immer was damit zaubern. Aber die meisten getrockneten Tomaten, ja, sie sind ein bisschen zäh, man muss sie erst verarbeiten. Oder die, die weich sind, sind in Öl eingelegt. Und die Öle sind nicht so gut, muss man sagen, weil das natürlich in billigem Öl eingelegt ist, das dann vielleicht auch schon schlecht geworden ist. Auf jeden Fall, das ist so, dass ich ohne die gar nicht mehr sein kann in meinem Kühlschrank. Und zwar, ich koche die jetzt einfach in Wasser mit ein bisschen Apfelessig. Und dann kommt Rosmarin und Knoblauch dazu und nur eine ganz kleine Spur Olivenöl. Damit kann man also einen Brotbelag machen, damit könnt ihr einen Aufstrich machen und damit könnt ihr auch zum Beispiel ein wahnsinnig tolles Sandwich machen und die aufs Sandwich legen. Machen wir einfach mal hier los. So, wir nehmen 800 Milliliter Wasser auf 200 Gramm getrocknete Tomaten. Und die kommen jetzt einfach da hier in dieses Wasser rein und die bleiben nachher auch in diesem Wasser. Und das Einzige, was jetzt noch reinkommt, ich mache jetzt einen ganz kleinen Schuss Apfelessig mit dazu. So. Das ist es im Prinzip schon. Das lassen wir jetzt so 20 Minuten kochen. Ihr könnt es auch manchmal schon mit heißem Wasser ansetzen, weil die Tomaten sollen ja nicht zerkocht werden. Sie sollen nur ein bisschen weicher werden. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie die dann nachher sind. Hier habe ich die eingelegt. So, und die sind dann wirklich ganz weich und fleischig. Und die sind so köstlich, man kann die so gut essen. Ich mache mir die in den Kartoffelsalat. Ich mache mir die an den frischen Salat. Ich kann ohne diese Tomaten nicht mehr sein. Wenn ihr diese Tomaten dann fertig habt, könnt ihr euch auch ein bisschen was davon rausnehmen und es einfach pürieren. Und schon habt ihr, wie ich das hier gemacht habe, einen wunderbaren veganen Brotaufstrich. Also da kann man ganz schnell viel mitmachen. Zwei Knollen auf diese Menge, nämlich zwei Zehen. Ich verwechsel immer Knollen und Zehen. Großen frischen Knoblauch und ein bis zwei Zweige von Rosmarin. Das ist alles. So, und hier habe ich jetzt so einen leckeren Burger. Während das kocht, würde ich einfach den Burger mit euch machen oder auch nochmal so ein Brot, dass ihr das seht. So, also ganz normal als Brotaufstrich habe ich diese fertigen Tomaten dann in dem Wasser, in dem sie sind, einfach in eine extra Schüssel genommen und püriert. Und dann habe ich hier als lecker Brotaufstrich. So, kann man noch ein bisschen Petersilie drauf machen, wenn man möchte. Fertig. Wunderbar. Oder ihr sagt, das mache ich ganz oft einfach mal so zwischendurch als Nascherei, dass ich sage, oh, ich esse jetzt einfach mal ein Brot und lege mir da die Tomaten einfach so drauf, weil die so aromatisch sind. Außerdem enthalten die auch noch viele tolle Wirkstoffe, ne? Das darf man nicht vergessen. Tomate ist ja, wenn sie sonnengereift ist, ohnehin sehr gesund. Die enthält ja auch noch Lycopin. Das ist auch ein Stoff, der uns sehr viel Energie spendet. Und man müsste aber, um die Menge von diesem Stoff, von diesem Lycopin, zu sich zu nehmen, mit frischen Tomaten, ich glaube, 30 Kilo essen pro Tag oder pro Stunde. Und so muss man eigentlich nur 4 bis 5 von diesen getrockneten Tomaten am Tag zu sich nehmen, was ich durchaus im Moment schaffe. Gut, ihr habt gesehen, Wasser das meiste und nur ein ganz kleiner Anteil an Olivenöl. Jetzt schalte ich ein bisschen runter. So, das ist hier auch eine schöne Brotvariante. Kann man ja auch zuklappen und dann mitnehmen. Und jetzt würde ich mit euch noch den Burger machen. Ich habe ja auch schon mal einen Tomatenketchup gemacht. Da habe ich auch frische Tomaten reingemacht. Das könnt ihr euch auch angucken, das Video mit Sellerie und so. Das ist also wirklich das Allerbeste. Aber wenn ihr das mal nicht da habt, dann könnt ihr das natürlich auch als Brotaufstrich, aber auch als Ketchup nehmen. Das heißt, ich mache das jetzt hier so auf meinen Burger. Unten drunter.
Und dann schaue ich, was habe ich, was möchte ich so drauflegen? Möchte ich jetzt ein Chicorée drauflegen? Machen wir das so. Oder ein Radicchio. Ich mag ja ganz gerne so Bittergemüse auch. Dann finde ich das ganz schön. Vielleicht ein paar gebratene Kartoffeln. Ja, so. Wenn ihr dann noch mal so richtig fett in so einen Burger reinbeißen wollt, dann kann man auch noch ein paar gebratene Pilze draufnehmen. Dann kann man natürlich wieder was von der leckeren Soße drauf machen. So, und dann sollte man auf jeden Fall noch von den tollen Tomaten drauf tun. Weil die sind auch, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernähren will, wahnsinnig guter Fleischersatz, so von der Bissfestigkeit, vom Kaufverhalten. So. Und in so einen Burger zu beißen, das fehlt einem ja irgendwie manchmal. Aber irgendwie kriegt man es auch nicht mehr hin, weil ja schon die Brötchen meistens so blöd sind. Hier habe ich jetzt ein ganz leckeres Vollkornbrötchen mit Kürbis. Und dann habe ich so hauchdünne Zwiebeln hier. Die kommen da auch noch drauf. Vielleicht ein bisschen Rucola. So. So. Ja, und für alle, die jetzt noch nicht genug von leckeren Soßen oder Remouladen haben, habe ich ja mal in meinem Video, in dem ich die Ofenchicorée gemacht habe, diese vegane Remoulade gemacht. Mit denen habe ich nur Knoblauch, Petersilie und Olivenöl. Die kann jetzt da auch noch drauf. So. Mhm. Und schon ist der Zauberburger fertig. Ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, aber ihr müsst eigentlich kein Salz drauf machen, weil die getrockneten Tomaten haben genug. So. Und dann ist der hier fertig. Tun wir den mal zu dem anderen. So. Und dann seht ihr, was für tolle Varianten man da einfach machen kann und wie schnell das auch geht. Diese Tomaten halten sehr, sehr lange. Also nicht, weil sie so lange halten. Ich esse sie natürlich ständig. Ja, so, toll. Der Burger ist auch fertig. Klasse. So, hier haben wir jetzt also unsere wahnsinnig tolle Brotzeit. Köstlich, dass ihr das nochmal seht. Die zwei Burger und dann die Brote. Hier, Brot ist natürlich auch wichtig. Und hier können wir jetzt schon unsere Tomaten runternehmen und können die schon abfüllen. Ganz einfach machen wir am besten mit einer Kelle. Das könnt ihr auch schon so heiß ins Glas einfüllen. Die ziehen dann einfach nochmal nach. So. Und in dem Wasser, in dem ihr sie gekocht habt, bleiben sie auch einfach. So, und hier tun wir jetzt einfach, frech wie wir sind, unsere Knoblauchzehen rein. Unseren Rosmarin. Der findet da so seinen Weg. Toll. Runter damit. Gut. Und jetzt machen wir obendrauf ein ganz klein bisschen Olivenöl. So, perfekt. Jetzt können wir das Glas zumachen. Das zieht noch ein bisschen nach. Und ihr habt wunderbar eingelegte, eingemachte Tomaten, die euch eine ganze Weile halten und die ihr immer und zu allem einfach nur so als Heißhungerattacke einfach so auf diesen leckeren Broten hernehmen könnt. Und es geht ratzfatz und ihr habt so ein tolles Grundnahrungsmittel zu Hause. Also ich hoffe, ihr macht das ganz schnell nach. Bitte gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video und für die tollen Tomaten, für alle Tomaten auf dieser Welt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und darauf freue ich mich schon sehr. Tschüss und guten Appetit. Wenn wir mal in diesen Burger beißen hier. Wobei, das macht man ja besser, ohne dass jemand zuguckt. Ja? Weil das wird ja meistens wild und unappetitlich. Deshalb sage ich in diesem Fall jetzt mal, abschalten, Deckel zu. Tschüss. Mmh. Lecker. Mmh. Mmh. So gut. Na gut, dann könnt ihr doch noch da bleiben. Bisher habe ich ja nicht gekleckert. Sobald ich kleckere, schalte ich weg. Köstlich. Mmh.